Ja, hallo und willkommen zu diesem Video. Mal kurz zur Einleitung. Weiß ist Junior 10 auf dem Pentium 3 mit 795 MHz und Schwarz ist Fritz 532 auf einem Pentium Dual Core. Ich glaube, 2x 2,6 GHz oder sowas. Da war immer so, habe ich erklärt, wie die Knoten sind. So um die 600 war immer für Weiß Knoten pro Sekunde und für Schwarz waren immer so 2000, 300 Knoten pro Sekunde, Pi mal Daumen. Aber es hat mich überrascht, inwieweit dann doch die aktuellere Engine den Ausschlag gegeben hat. Ich wünsche viel Spaß bei diesem spannenden Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem spannenden Match. Auf der einen Seite hier Knatterkarl. Ich hier einfach mal nenne jetzt hier mal kurz nachgucken, was das Wort genau ist. Eigenschaften, Knatterkahl, da muss natürlich die Festplatte für alles hier beanspruchen ohne Ende. Desktop-Bildschirmschoner, Darstellung, Einstellungen, Design. Wo mache ich denn hier? Ich wissen will, was es ist hier. Start. Systemsteuerung ist das hier. Oh, da knattert ja auch ein zusammen hier. Anzeige. Updates. Soundsystem, damals doch. System. Knatterkarl ist Windows XP Professional Version 2002 System Pack 3. Intel Pentium 3, 797 MHz, 512 MB RAM. Okay. So viel dazu. Dann das wieder aus hier. Mit Junior 10, 30 Minuten für die Partie. Und auf der rechten Seite ein Dual Core Pentium mit Fritz 532. Der hat hier wirklich Probleme gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hier die Disk reingetan. Und dann hat er plötzlich den Rechner neu gebootet und hat langen Aussetzer gehabt. Und das, der Vorteil ist allerdings, er brauchte wohl nur zu wissen, dass es die Engine, eine Original-Engine ist. Jetzt hat er nämlich in der Engine-Liste Fritz 532 dazugenommen. Das heißt, man muss da nicht immer das Originalprogramm starten, sondern das geht auch so. Den gebe ich dem Weiß, den gebe ich dem Schwarz. Ich bei dem Pentium 4 gebe ich mal, weiß man Pentium 4 oder Pentium 3? Meine Güte. Ich muss mir mein eigenes Video nochmal angucken, um das zu wissen. Mal kurz die Space drücken. E4. Dann hier, dann mache ich mal Brett drehen. Das irritiert mich jetzt doch ein bisschen. Brett drehen. E4. Und Fritz 532 spielt, however, keine Theorie. Hat die Theorie ausgeschaltet? Stehe ich nicht. Engine. Dauerandanalyse, Kiebisinstallation, bla bla bla. Extras, Training, DGT-Brett verbinden, Design. Warum hat er keine Theorie? I don't know. Mann, ich muss schon fast da reinkriechen hier. Gut, dass ich fast blind bin. Mann. Hat er denn irgendwo seine Öffnungstheorie hier? Optionen, muss man das einschalten? Was haben wir hier? Zwischenlage, Table-Based Design, Uhrnotation, Partie, Training, Engine. Das ist aber nirgendwo irgendwie was mit Theorie ein- oder ausschalten. So, Junior hat natürlich Theorie. Ich will jetzt erstmal nachgucken, ob ich irgendwie Fenster, Hilfe, Eröffnungstipps, bla bla bla, Engine verwalten. Dann kann ich das Buch dann kann ich nicht aktivieren. Ich dachte, ich könnte irgendwie ein bisschen viele aktive Engines, würde ich mal sagen. Eine reicht. Okay. Madre mia. Los, ja, na, 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 abbrechen. Ach, warte mal, Engine laden, das war gar nicht mal so schlecht.
Na, da war auch keine Öffnungsbibliothek. WTF. Engines abschalten, Daueranalyse Fritz, Keybits in Zool, Engines, Brennschmack, Partie. Ich habe irgendwie gehofft, hier sowas wie eine Öffnungsdatenbank zu sehen. Bearbeiten, Datei, öffnen, na 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 na. Ich kann es nicht finden. Ich finde es nicht. Und wenn ich es nicht finde, dann finde ich es nicht. Das Problem ist nämlich, er fängt an zu rechnen und ich weiß nicht, wie ich seine verdammte Theorie einschalte. Ist das irgendwie oben hier bei diesen Teilen? Was ist das denn hier? Ach. Was stand denn da? Verhalten und Breite des Eröffnungsbuches. Ich sehe aber keinerlei Effekt hier. Hilfe, Wink, Vorschlag, Drohung, alle Züge, Coach, dynamische Öffnungstipps, bla bla und nochmal bla und bla. Fensterfläche, Datenbank, Standardlayouts, Extras, Analyse, Training, DGT-Brett, Tatra verbinden, Design, Visitenkarte, alle Einstellungen zurückpassen, anpassen, Optionen. Design, Sprache, Zwischenablage, Tablebase, Uhr, Notation, Partie, Multimedia, Training Engine. Das war Engineer. Ja, das war auch nicht mit Theorie. Warum spielt er ohne Buch? Nullzug-Varianten, Ansicht. Deshalb will ich alles nur Ansicht bearbeiten. Neu. Was ist denn hier bei neu? Eröffnungsbuch. Dann soll er doch besser das Fritz 14 Buch nehmen als gar keins. Dann spielt er jetzt halt Russisch. So, Springer E5 schlägt. D7, D6, jetzt ist auch wieder ein Buch drin. D6. Das sehe ich an den hier Springer E5 F3, Springer E5 C4, Springer F7 und Springer D3. Interessanterweise spielt übrigens der Vancouver Springer F7 schlägt. Das ist das Korane-Gambit. Ja, jetzt hat er sein Buch. Springer E4 schlägt. Also ohne Buch will ich ihn auch nicht spielen lassen. Also Junior 10 gegen. Gegen Fritz 532. Läufer D3. Man darf sie natürlich vertun. Das ist ganz ehrlich gesagt, die Rechner sind doch schon lange stärker als man selbst. Dieser Fritz 532, der reicht vollkommen aus, um einen mit einem den Boden aufzuwischen. Das Fritz 3 ist ja damals schon Computerweltmeister geworden auf dem Pentium 90 MHz. Da sollte man sich nicht vertun. Also auch ein Pentium 3, das reicht vollkommen aus, um mit einem den Boden aufzuwischen. So, Läufer G4, Theorie Ende. Dann wird sie auch wohl gleich zu Ende sein. Ich mache mal auf Notation rüber. Ja, ich fordere mal ein alter Pentium 4 mit dem LG 22 Zoll Flachbildschirm. Ich muss sagen, die Grafik wirkt gar nicht so HD-mäßig. Das wirkt doch ein bisschen verwaschen, muss ich ehrlich sagen. Jetzt nicht so total verwaschen, aber nicht so knackscharf, das Bild. So, während Junior jetzt überlegt, Junior 10, gibt da noch Shredder, Junior und Fritz gibt es da ja für Chesspace. Ich bin da aber nicht so auf dem Laufenden, was so aktuell an Engines für Chesspace so am Start ist. Ich glaube, Fat Fritz 2, kann das sein? Ich glaube, FitzFritz, das ist auch sowas wie dieses Alpha Zero oder was das ist. So ein selbstlernendes Fritz-Programm war das. Oder ist das? So, während Junior sich jetzt nicht ganz sicher ist, was er spielen soll. Fritz 5 dazu hat eben das Fritz 14 Buch bekommen. Oh,
Da waren so viele Züge da, so fünf Züge oder was da das stehen hatte. Und Junior findet den einzigen Zug, der kein Buch ist, bei Fritz. Das ist auch interessant. 799 MHz ist natürlich arg untermotorisiert. Aber das spielt auch nicht immer so eine große Rolle. Das war ja damals bei der 95 bei der WM. Da hat Fritz Dreier gewonnen. Und Fritz 3 war einer der Rechner, die quasi mit die schwächste Hardware hatten. Den Pentium 90. Und dann gegen so einen Deep Blue zu gewinnen, das ist ihm auch ein Deep Blue. Kann sich nicht alles erlauben, was er will. Und alles spielen, weil ich rechne dich sowieso tot. Den wird er wohl zurücknehmen, weil ist ja gar D und das wäre wohl ein bisschen Figureneinsteller. Ich frage mich jetzt ernsthaft, warum das er überlegt. Genau, so darauf hat er rochiert. Rochade. Die Konsole habe ich jetzt, die wird morgen mit etwas Glück abgeholt für 300 €. Die Sega Saturn, die habe ich mal verkauft. Beim Roller hat einer angerufen. Oh, das ist ein Deutscher. Ich rufe zurück. Jetzt kann er mich am Arsch lecken. Den will ich ja nicht tauschen, muss ich ehrlich sagen. Irgendwie gegen, ob schon was gezogen hat hier. Rochade, Rochade. Rochade für Schwarz-Weiß ist also dran. Gegen so einen Retro-Homecomputer würde mir gefallen. Egal welcher, ein Atari. ST meinetwegen, Schneider CPC oder Amiga oder C64 oder Atari 800 mit Laufwerk und Software dazu. Verkaufen will ich den eigentlich nicht, tauschen. Vielleicht mache ich ja andere Spielekonsolen, die sind bei mir nur in den Regalen. Deswegen weg damit. Ich brauche mal einen vernünftigen Herd. Nicht ne, ich packe die Dinge aus und dann merke ich eigentlich, dass ich nach Minuten merke ich schon, dass ich sowieso zu schlecht dafür spiele. Ich möchte nicht alte Spiele spielen, sondern dann schon eher. Das ist ja nicht direkt alte Grafik. Es ist nicht Spitzen-Top-Grafik. Aber gefühlt quasi Amiga-Grafik kann man noch nicht mal sagen. Oder Sega Saturn-Grafik oder sowas. Sagen wir mal alte Konsolengrafik, PlayStation 1, Sega Saturn oder irgendwie sowas, eben in hochauflösend, mit viel mehr Details. Deswegen auch The Last Bonfire, das fand ich auch richtig schön, das Spiel. Auch ein sehr trophäenfreundliches Spiel, muss ich ehrlich sagen. Platin, 52% haben das geholt und ich habe dann auch Platin geholt. Mehr so ein Knobelspiel, so ein entspanntes. Genau wie vorher so ein Knobelspiel, was ich gespielt habe, da habe ich auch Platin geholt. Sehr platinfreundlich. Jetzt habe ich vier Platin-Trophäen, alles in Indie-Spielen. In Lara Croft Go habe ich noch eine Platin-Trophäe und ich glaube Cat Quest. Cat Quest habe ich auch Platin. Ich müsste in Cat Quest 2 nur irgendwie schaffen. Das gibt so ein Level 0 heißt der. Das darf man aber nicht täuschen. Das ist, dass das Spiel, der Gegner hacke schwer, das heißt, da haut er mit einem Schlag um. Das ist schon recht kniffig zu machen. Bei Cat Quest 1 hatte ich das geschafft. Das sind die vier einzigen Platin-Spiele, die ich habe. Ich will einfach nicht da rumlaufen. Quasi, da gibt es so Spieler, die sind wie bei. Da sind 10.000 Sachen verteilt in dem Level. Und dann hier bei The Last of Us 2, da sind da so Gadgets so versteckt, wie bei auch Uncharted. Und dann durch die Level durchlaufen und dann hier quasi das oder hier Videos gucken, wo die Sachen versteckt sind, etc. Und die einzelnen Brocken zu suchen, da habe ich einfach keine Lust drauf. So, Dieb Fritz 532, Fritz 532, Dieb Fritz 532. Fett Fritz 10, ich komm aus der Zukunft. Da ist auch kein Laptop, da ist ein 120-Kerner. So, Läufer schlägt F3. Ja, die kann man auch machen hier. Da wird man wohl, kein Computer wird da mit dem Bauern schlagen. Na, ich mach mal.
ihr so hier. Das würde kein Computer machen. Zumal das auch viel zu offen ist. Du kannst ja nicht mal König H2 ziehen wegen dem Läufer. Du musst ja schon König H1 ziehen, Dame H4. Da kannst du dich ja schon. Ist ja quasi die eigene Beerdigung. Während jetzt hier Junior 10 auf der Stellung rumlutscht, dem Pentium 4. Pentium 4, 3. Pentium 3 war das ja, 799 MHz. Dem Pentium 4 habe ich ja drüben stehen. Mit Linux Mint. Ich bin nicht so der Linux-Fan. Ich habe Linux drauf installiert. Und ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich habe nur ein einziges Schachprogramm dafür gefunden. Genau damit. F3. Das Problem ist, dass man nicht König H2 hat. Man müsste König H1 ziehen und dann Turm G1 und was weiß ich. Die Linie würde eigentlich glücklich machen. So, während hier jetzt Junior rechnet, kann man bei den Fenstern einfach mal machen hier. Die Engineer zuschalten als Fenster. So, hier habe ich es ja schon. C7, C6. 2172 Knoten die Sekunde. Wogegen er hier merkwürdigerweise gar nichts anzeigt. Ach doch, jetzt macht er was. Jetzt geht's los. Dame G4. So, ich glaube, ich muss das ein bisschen in die Breite ziehen, damit ich auch die Knoten und alles sehe. Tiefe 16, der schreibt das noch gar nicht, Knoten die Sekunde oder so. Ja, doch, 633 Knoten gegen 2229. Ich glaube, das sieht für den Pentium 3 nicht so gut aus. Aber vielleicht der Junior 10 ja mehr drauf als hier jener dort. Dann hätte ich wohl doch eher nehmen sollen Fritz 14. Das ist ja 2229 gegen 625. Meine Güte, ein bisschen sehr viel schneller. 6, 12, 18, 24 ist ja fast viermal schneller. Aber wir werden sehen. Dame G4 hat er schon was gezogen. Dame G4. Er ist ja ganz schön laut am Röhren. Während der Dual-Core-Laptop total flüsterleise ist, ist er am Rumröhren. Das ist aber auch, man merkt es auch an der Festplatte. Du machst den Rechner an und du machst überhaupt gar nichts an dem Teil. Du hast ihn hochgefahren und das steht dann da. Und dann ratter, 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 ratter. Als erstes wird dann erstmal hier feinsinnig bemerkt, dass der Computer gefährdet ist. XP wird nicht mal mehr unterstützt. Das ist ja schon das Problem. Ist ja Windows XP, was da drauf ist. Das heißt, du kriegst keine Updates mehr für XP. Und ich habe keine Lust, da irgendwie Windows 10 drauf zu machen. Wofür? Es ist ein Windows XP-Rechner und kein Windows 10-Rechner. Der Mann von heute nimmt sein Poloshirt als Brillenputztuch. Aber ich sehe schon, er ruft auch gar nicht mehr an. Ist ja besser so. Einer hat geboten 200 Euro. Wenn ich heute abhole, wenn ich heute abhole, machen Sie 200 Euro? Nein. F7, F5. 300 ist okay. Ich habe vorher geguckt, was auf eBay für Preise stehen. Und das kann ich schon machen, 300. Ich habe erstmal geguckt, was sind bei eBay die Preise. Da war einer, nur die Konsole ohne Spiele, mit dem Controller dabei und glaube ich ein Spiel noch dabei für 170. Und dann plus die 22 Euro Spiele dabei, dann ist das wirklich ein Schnäppchen, 300 Euro. Ich bin auch schlecht im Verhandeln, das ist die Scheiße. Ich kann nicht verhandeln. Wenn ich jetzt allerdings draufgehe und sehe, biete 500 Euro und hole heute ab, dann schicke ich dem eine E-Mail, dass ich das doch nicht mache. Dame H4, Thomas. Don't sleep. Dame D7. So, mal kurz mal gucken.
fühle mich wie eine Marionette. Warum Deutschlands beliebtester Erotikstar seinen Namen? Und weiter steht da nicht. Super tätowiert und was weiß ich nicht alles. So, mal kurz hier. Guck mal, was gekommen ist. Dame D7. Dame D7. Junior ist dran. Nichts Neues unter der Sonne. Ich glaube, ist schon okay. 300 Euro. Kann man machen. Ich habe sie eh nur rumstehen. Läufer H6. Hm. 2265 Knoten. Was hat er jetzt hier? 608. Wer wollte auch von der Disc booten? Das hat sie neu gestartet, komischerweise. Ich glaube, das war so die Zeit damals, wo für jedes Programm, was du in den PC reingeschmissen hast, musste der Computer neu gestartet werden. Jeder musste quasi, wie eine Wohnung, die neu vermietet wird, und jeder, der, oder wie ein Hotelzimmer quasi, und jeder, der dieses Hotelzimmer mietet, der stellt jetzt die Möbel um, wie es ihm gerade passt. Plus 0,45. Dame H4 G5. Einen schnelleren Rechner könnte ich auch mal gebrauchen. Vielleicht alles verticken, was ich nicht mehr brauche, und dann einen schnelleren Rechner kaufen. Mit dem man auch streamen kann und alles. Turm FD1. Man muss natürlich auch bedenken, die Software ist ja, ich weiß gar nicht, ob Fritz 10 jetzt oder Junior 10 jetzt wirklich so viel älter ist. Also Fritz, wieso sage ich immer Fritz? Junior 10 ist bestimmt erheblich aktueller. Ich weiß gar nicht, wann Junior angefangen hat. Selbst wenn jedes Jahr eins gekommen ist, und er wäre 1995, hätte er angefangen, wäre der von 2005 und der von 2000 hier. So, während Fritz 532 noch rechnet, E8, E6, D1, E1. Ich habe schon wieder diese Klappe in die falsche Richtung gemacht. Oh Mann, ey. So. Kurz gucken, ist überhaupt das Brett hier richtig zu sehen und alles? Ja. E8, E6. Ich mag das lieber, wenn ich diesen Schwenkbildschirm sehe, was zu sehen ist und ob aufgenommen wird, etc. ...2414 Knoten. Ja gut, der Dual-Core ist natürlich schneller als der Pentium 3. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde den lieber wegtauschen gegen den Atari 800 meinetwegen mit Diskettenlaufwerk oder Box mit Spielen. Meinetwegen auch einen Monitor dabei, als zu verkaufen. Alt gegen alt. So. Das kann man noch so oft beischreiben, tausche oder dies oder jenes. Dann schreiben trotzdem da welche hier. Wie viel? Wie viel verkaufen? Kannst du 10.000 Mal dabei schreiben, tausche. Die sehen doch, was da steht. So sucht der Ochse sowieso nicht mehr an. Ist doch besser so. Wo denn verkaufen?
Losgezogen. H4G5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 
Bauer Dame G6, König H8. Aber was kommt dann? Meine Güte. 19 Minuten 57 hat er noch. Ich wollte mal Spaß haben, mal wieder zwei PCs gegeneinander spielen lassen. 30 Minuten Partie. Fritz 532 mit Schwarz gegen Junior 10 mit Weiß. Dafür hat Junior 10 auch nur ein Pentium 3 mit 797 MHz. Rechnet 631 Knoten momentan pro Sekunde. Und er hat einen Dual-Core Pentium und rechnet 2464 Knoten per Sekunde. König H8. Die Züge ansagen tut er aber trotzdem nicht. König G8, H8. Seine schlauen Sprüche macht er, aber irgendwie... Ach, Züge ansagen muss ich auch noch anklicken. Auch übernehmen muss ich gehen. So. Aber man kann nur machen, entweder Sprüche oder... König H8. Ja, wie wir mir jetzt angreifen hier? Das hier haben wir früher bei der WM schon gesagt. 95. Dass man... Bauer G4 schlägt Bauer F5. Man kann nichts mehr reißen im Computerschach, wenn man zu sehr auf Sicherheit spielt. Turm F7, ja. Ich kann allerdings den rechten Fritz nicht dazu... Turm E7, F7. Ich kann merkwürdigerweise den Fritz 532 nicht dazu bringen, die Züge zu sprechen. Seine Sprüche macht er, aber ich weiß nicht, ob das an der alten Engine liegt oder wo dran. Turm F7, der Hammer wäre, wenn der Pentium 3 gewinnen würde. Ist natürlich auch noch die Software, das spielt ja auch eine Rolle. Das ist ja so, als würde ich einen Schachcomputer von 1987 gegen einen von 1992 spielen lassen. Und beide wären 8-Bit mit 32 Kilobyte Programm und 8 Kilobyte RAM und meinetwegen 10 MHz. König G1, H1. Die Hardware wäre komplett gleich und alles, aber trotzdem wäre es was anderes, weil die Programme wurden ja schon ganz anders geschrieben wieder dann. König, er will Turm G1 ziehen. Und dieses, man könnte quasi nicht mehr, das war deswegen zur Sprache gebracht, weil 95 da Chess Genius und Weschess, meine ich, die hätten keine Partie verloren. Und der meinte der aber, es würde nicht mehr reichen, quasi eine sichere Eröffnung zu spielen und dann darauf hoffen, dass der Gegner sich selber zerlegt. Und wie die Fidelities halt damals, die haben sich ja quasi selbst zerlegt. Da müsste man schon etwas mehr riskieren. Läufer D6, E7. Kann man also so machen hier. Dem Soundteil von Sony. Oder von was weiß ich, von anderen Marken. Also diese, quasi diese PC-Speaker, die man damals hatte, die muss ich auch nochmal auf den Müll schmeißen. Da hatte man zwei so fette PC-Speaker rings und rechts und zwei so Boxen. Das war PC-Speaker, deswegen hatten die hatten den Verstärker wohl innen mit eingebaut in die Boxen. Und dann hat man die rechts links am PC hingestellt und an den PC angeschlossen. Dame G5, G3. F5 schlägt. Bauer G6 schlägt Bauer F5. So. Vielleicht müsste ich die Sounddatei suchen, aber jetzt mitten in der Partie habe ich jetzt auch keinen großen Bock drauf. Das finde ich immer am besten so, wenn die Züge ansagen. Das ist bei Arena auch so. Wenn man Arena mit diesen Schachcomputer-Emulatoren laufen lässt,
Da kann man sich die LEDs sparen am Brett, wenn eh die Züge angesagt werden. Das Problem ist halt nur gegenüber von Schachcomputern, da muss natürlich die ganze Hardware noch einschalten. Das ist sich einfach so ein Brett hinstellen, so ein Computer hinstellen, dann machst du Netzteil dran, machst das Ding auf an und legst sofort los. Das ist so der... Turm D1, G1. Läufer F6. Also der Pentium 3 spielt ganz schön aggressiv hier. Läufer E7, F6. Wenn man jetzt den Turm verdoppeln würde, wenn jetzt Turm G2, meinetwegen Schwarz würde A5 ziehen und Turm BG1 und Schwarz wäre dem Wachkommer nahe, würde Springer C4 ziehen, dann käme schon Dame G8, Turm G8, Turm G8 matt. Das wäre so die Idee des Turmverdoppelns. H4, H5. 697 Knoten, was hat er? 2312. Also so Pi mal Daumen das Dreifache. Wenn wir da meinetwegen sagen 700, der 2100, dann sagen wir gut 2100. Pi mal Daumen. Dann rechnet er dreimal so schnell wie er. Turm G1, G2. Ja, das, was ich meinte, dieser Plan. Turm G1 und dann auf der G-Linie G8 des Mattthron. Das sind die Spiele natürlich schon planmäßiger wie die alten Schachcomputer. Die haben auch erheblich mehr Suchtiefe. Das ist hier Tiefe 12 von 12, also 12 von 33. F5, F4. Bauer F5, F4. Dame G3 schlägt Bauer F4. So ist es. Ich kann mal ein bisschen leiser spielen. Ich lasse einfach so. Dame F4. Also da darf ich nicht einfach zu Turm G1 und Dame G3 kommen lassen. Da kannst du es fast schon beerdigen. Das würde mich dann wirklich wundern hier. Also die Rechengeschwindigkeit alleine reicht ihm hier nicht aus, dem Laptop. Dame H3 Schach. Dame D7, H3. Der Schach sagt aber nicht. Funktioniert immer noch der Rechner, der Pentium 3. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig Turm oft. G2, H2. Auch nicht so wahnsinnig oft in Betrieb. Ja, sieht es kommen. Mit diesem Turm G1. Dame H3, E6. 16 Minuten 43 noch, er hat 17 Minuten 40. Turm B1, G1, Turm E8, Läufer F5. Turm B1, G1. Junior schätzt sich mit 2,36 im Vorteil, im Plus. Und er sagt hier plus 1,03. Also ich kann mir nur vorstellen, dass die beide aus der Sicht von Weiß machen. Warum soll er mit Schwarz sagen, ich stehe plus 1,03? Und er sagt mit Weiß, ich stehe plus 2,65. Vielleicht wegen der G-Linie. Weiß steht natürlich auch beängstigend gut, muss man ehrlich sagen. Jetzt noch Turm G2. Dann würde wieder dieses blöde Schach kommen. Dame G3, Turm G2. Dann geht's schon zu Ende. Turm E7. Ich glaube, das ist zu langsam, Turm E7. Turm F7, E7. Ich würde jetzt Dame G3 ziehen. Was will er dann spielen? Schachgebot hat er nicht. Dame G3. Das droht dann schon Turm G1, G2. Ja gut, Dame G3, dann, ja gut, da kann er nicht den Läufer geben auf H4, wegen wird einfach geschlagen und der Läufer ist wieder gedeckt.
Läufer D3, F5. Läufer F5. Okay, zack. Nur schade, dass er keinen Ton von sich gibt. Ich weiß nicht, wie Brettgeräusche, wenn er zieht oder sowas. Extras, Optionen, Multimedia, Brettgeräusche, wenigstens Brettgeräusche. Dann macht er wenigstens das. Weil seine Sprüche hat er auch gemacht. Läufer D3, F5. Dame F7, ne, der macht gar nichts. Dame E6, F7, Turm H2, G2. Plus 2,39 noch. Ja, das Problem ist, es droht langfristig das hier. Obwohl momentan eigentlich nicht so, weil auf G8 droht ja nichts mehr. Springer C4. Springer B6, C4. Das liegt bestimmt an der Engine. Könnt ihr mir vorstellen. An Fritz 532. Das war ganz nett, wenn man ab und zu mal den Rechner anschmeißt. Und das wohl damals der 386er, den ich damals hatte, den ich blöderweise verschenkt habe, weil ich blöd war, der hat auch noch gut funktioniert. Das glaube ich. Läufer F5 schlägt Bauer A7. Das ist interessant. Der Pentium 3 sagt dem Dual-Core, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber das war auch bei den WMs. Das gab diese Spezialmaschinen, diese Siemens, schlag mich tot Maschinen, diese fetten Rechner und diese normalen PCs. Und witzigerweise haben diese normal PCs, die haben diese WMs dann gewonnen. Und nicht diese wie heißen die Primogy-Maschinen oder wie die hießen. König H8 schlägt Läufer A7. Es könnte auch. Na, Turmschlag kann er nicht geben. Ja, dann zeig dir mal, 3,69 plus, da ist nochmal ein Plus nochmal angestiegen. Und solche Partien, die hat dir der. F4, F5. Das war eigentlich das Problem bei diesem Programm wie die Chess Genius später, 95. Das war nicht, dass sie prinzipiell schlecht gespielt haben. Aber um Weltmeister zu werden, hat es einfach nicht mal gereicht. Dieses sich sicher aufzubauen. König H7. H8, Turm G2, G6. Und warum kann er den Läufer nicht einfach wegziehen nach H4? Die Dame ist doch gedeckt. Läufer E5. Läufer F6, E5. Plus 4,90, auf 5,20. Das glaube ich nicht. Mann. Dame F5, H5. Dame H7. Dame F7, A7. Ah. Bauer D4 schlägt Läufer E5. Bauer schlägt Läufer. Ja, der Turm kann er nicht nehmen, er kommt einfach. Ja, was kommt dann? Läufer G5. Was weiß ich, jetzt gab jemand keinen Schach. Springer schlägt G5. Springer C4 schlägt Bauer E5. Turm G6, G5. Ich habe sogar die Tischplatte reaktiviert hier, diese Holzplatte. Sonst wäre der Tisch zu klein. Das alles zu machen. Weil ich muss ja beide Mauspads drauf unterbringen und das turniergroße Brett. Das heißt fast Turniergröße. Man hätte einfach nur den Rand ein bisschen schmaler machen müssen
und das interne Brett ein bisschen größer, dann wäre das Turnier größer. Es ist nicht viel, der Unterschied. Minus 7,75. Er sagt hier plus 13. Oh, es geht wohl zu Ende mit der Partie hier. Also das ist mehr als ein kleiner Vorteil oder kleiner Nachteil. Vielleicht Dame E4 Schach, aber was soll das bringen auf Dauer? Da kommt einfach F3 drauf. So, während Fritz 532 noch rechnet. Man sieht, es kommt eben auch auf die Software an. Springer F7. Springer E5, F7. Ich muss ehrlich sagen, 95, das Chessgame ist von Richard Leng. Der hat ja nichts verloren. Deswegen totaler Reinfall war es auch nicht. Läufer A6, G7. Er hat absolut mit dem Top-Programm mitgehalten. König H8, G8. Läufer G7, F6. Also muss er die Dame droppen. Ist natürlich blöd. Kommt schon die ersten roten Varianten hier. G7, F6, Schach. Das überrascht mich, dass der Pentium 3 gegen das Laptop gewinnt. Springer schlägt G5. Springer F7 schlägt Turm G5. Turm G1 schlägt Springer G5. So, wo stehen wir die ganzen Klamotten der Linie? Na, kann er schlecht die Dame dazu schieben. Wahrscheinlich das Einzige, was er noch machen kann hier. Dame G7 und dann Turm dazwischen. Turm E7, G7. Turm G5 schlägt Turm G7. Ich bin gespannt, wann er aufgibt. Das überrascht mich jetzt. Ich hatte mir schon gedacht, dass ein aktuelleres Programm gegen ein älteres gewinnt. Aber so relativ klar und dann auch noch durch so eine schöne Angriffspartie. Dame A7 schlägt Turm G7. Läufer F6 schlägt Dame G7. Ah, der wird wohl hier nehmen. Das kann ich aber nicht beschwören. Ich schwöre, ich kann es nicht beschwören. Normalerweise können die auch aufgeben. Man sieht das ja auch schon. Fritz 1 auf einem langsamen 386er, der hat hier der Explorer Pro auch keine Chance gegeben. Also er schreibt die König G7, aber die Varianten sind alle noch in Rot geschrieben. In Blut geschrieben. Hier gebe ich auf. Nicht schlecht für ein Bio-Brain. So, damit gewinnt Junior 10 auf Pentium 3 gegen Fritz 532 auf Dual Core. Eine schöne Angriffspartie, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine ganz andere Art von Schach als bei manchen Schachprogrammen, die quasi so ein positionelles Hin- und Hergeschiebe machen, um quasi bloß sich zu verlieren. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.